Lernen, wann, wo und wie ich will. Unter diesem Motto bieten über 30 Büchereien in den Landkreisen Esslingen und Göppingen eine gemeinsame Internetplattform an, sodass man online von jedem Rechner oder Tablet darauf zugreifen kann. Aus diesem Grund fand am Mittwochabend in der Stadtbücherei Esslingen ein Vortrag von Katrin Hellerich, stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei Esslingen, statt. Sie erklärte den Interessierten den Vorteil der Plattform und wie man mit ihr umgeht. Wir stellen heute Abend ein neues Angebot vor, das E-Learning-Angebot, das wir zukünftig unseren Kunden anbieten, wo sie von zu Hause aus über ihren Laptop, PC oder auch über ein Tablet selbstständig E-Learning-Kurse nutzen können und das kostenlos über die Stadtbücherei mit dem Büchereiausweis von uns. In puncto lebenslanges Lernen sind wir eigentlich ja schon immer mit dabei. Wir haben ja bislang auch schon die Bücher gehabt, Zeitungen, Zeitschriften, CD-ROMs. Und da lag es eben nahe, nachdem jetzt das E-Learning aufkam, dass wir auch unseren Kunden da ein Angebot machen. Und wir haben jetzt eben gemeinsam mit dem Partner da die Möglichkeit gefunden, Lizenzen renommierter Anbieter unseren Kunden anbieten zu können. Und dieses neue Angebot stelle ich eben heute Abend vor, dass eben auch unsere Kunden dann von zu Hause aus oder von überall aus, wo Internetanschluss eben da ist, lernen können. Über die Internetseite der Stadtbücherei Esslingen kann man auf das Angebot zurückgreifen. Das E-Learning bietet zahlreiche Vorteile. Jeder kann unabhängig von festen Kurszeiten im eigenen Lerntempo von jedem Internetrechner aus Online-Kurse nutzen. Eben lernen, wann, wo und wie ich will. Im Gegensatz zu anderen Büchereimedien gibt es für die E-Learning-Kurse kein Rückgabedatum. Somit können sie unbegrenzt genutzt werden. Das Angebot E-Learning-Kurse in der 24/7-Online-Bibliothek wird finanziell vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg gefördert. Am heutigen Weltmilchtag besuchten wir den Neuwiesenhof der Familie Fetzer in Eichwald. Der Landwirt Traugott Fetzer und seine Tochter Judith zeigten uns den täglichen Ablauf auf ihrem Hof. Unsere Milchkühe gehen abends auf die Weide, also nach der Melke, nachdem alle gemolken sind, gehen die bei uns 500 Meter weiter weg vom Stall, runter auf die Weide. Da gehen sie praktisch ihre Milch einsammeln, sie fressen das grüne Gras und verwandeln das in ihrem Körper und im Euter zur Milch. Morgens gegen 6 Uhr werden die Milchkühe von der Weide geholt. Bei schönstem Wetter und der aufgehenden Sonne liefen die Kühe gemütlich in Richtung Stall, um gemolken zu werden. Wie uns Traugott Fetzer mitteilte, gibt es bei schlechtem Wetter fast 15% weniger Milch. Somit ist auch das Wetter stark für die Milchproduktion mitverantwortlich. Nach und nach wird jede einzelne Kuh gemolken. Davor muss aber erst das Euter von Hand gereinigt werden. Dann wird die Melkmaschine angeschlossen. Nach mehreren Minuten ist das Euter leer und die Kuh kann die Melkeinrichtung verlassen. Dann gibt es für jede Kuh Futter, das an einem Futterautomat automatisch für jede Kuh portioniert wird. Die Milchpreise sind aktuell im Keller. Viele der Höfe kämpfen ums Überleben. Eine Möglichkeit ist, die Milch direkt auf dem Bauernhof zu kaufen. Dabei profitiert der Landwirt unmittelbar, denn hier ist weder eine Molkerei noch der Einzelhandel zwischengeschaltet. Beim Neuwiesenhof in Eichwald kann man von Montag bis Donnerstag von 17:30 bis 19 Uhr und freitags von 16:30 bis 19 Uhr im Hofladen einkaufen. Auch samstags gibt es von 17:30 bis 19 Uhr die Möglichkeit, frische Milch und andere regionale Produkte zu bekommen.